So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir laufen gerade rüber zum Whip-Off. Es ist Sonntagabend und der Regen hat sich ein bisschen verzogen. Und wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde und hoffen, dass der Whip-Off ganz normal stattfinden kann. Aber da sieht es schon ganz gut aus. Es sind schon einige Menschen auf dem Slopestyle-Gelände. Ja, ich hoffe, wir kriegen noch einen guten Platz und können euch ein paar coole Aufnahmen liefern. Let's go! So Leute, wir sind gerade hier beim Whip-Off. Jam Session ist gerade am Laufen. Die Stimmung ist übertrieben. Es ist übertrieben viel los. Viel, viel mehr als beim Slopestyle-Contest zum Beispiel oder bei Rip the Hip. Das war ja allerdings auch erst Freitag. Ich bin ein bisschen baff, wie krass das aussieht, wenn man so nah da dran steht. Auch die zwei neuen Whip-Off-Sprünge jetzt. Also der große Whip-Off-Sprung, Leute. Das ist wirklich ein Riesending. Ihr seht da ja im Hintergrund Leute stehen. Das ist unglaublich groß. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es sind irgendwie nur krasse Leute da. Ich habe das Gefühl, alle sind krass. Ja, wir schauen uns auf jeden Fall jetzt weiter die Jam-Session an. Ich glaube, die Vorrunde ist gleich vorbei. Und dann kommt dann langsam die Jury-Bewertung. Let's go. No, I can't help but this, cause they know they can never touch this. So baby, let me talk my shit, or I might just throw another fit. Es ist schon wieder rot. Wie schnell war das denn? So, wir sind auf der Suche nach was zu essen. Whip-Off läuft noch, aber ich denke mal, die Highlights und so weiter, das könnt ihr ja bestimmt auch bei Dirt Masters auf dem Kanal schauen, wer da was gewonnen hat und pipapo. Ich wollte euch einfach nur auf einen kleinen Einblick mitnehmen, wie das Ganze so aussieht, wie das vonstatten geht und wie das so ist. Wir gehen jetzt was zu essen suchen. Eigentlich ist ja Käsenudeln im Programm. Burger haben wir jetzt hinten schon liegen lassen. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich das wagen will. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Der redet jetzt seit Freitag von diesen Käsenudeln. Ich finde, er sollte sie jetzt auch endlich kaufen. Ja, okay, komm. Leute, wir wagen das jetzt zusammen. Ja, die Mandy hat was verpasst, würde ich sagen. Und? Na, wir sind schon eisern geblieben, ne? Nie was auf dem Festival gekauft zu essen. Und jetzt haben wir nachgegeben. Ja. Ich hatte aber auch Angst, dass das nicht schmeckt. Nee, ich fand, man hat das schon gerochen, dass es gut ist. So, Leute. Ich bin zufrieden, habe endlich meine Käsenudeln gegessen. Die sind wirklich gut. Also könnt ihr euch holen. Garnele, top. Rucola, Cherry-Tomate, auch top. Ich glaube, nur mit Käse kann das eintönig sein, aber ist gut, oder? Was sagst du? Ja, wenn man eine Käsemaus ist, dann schmeckt jede Nudel da, glaube ich. Eine Käsemaus also. Ja, da gibt es doch diese Käsefrau. Du musst das mal raussuchen. Dieses Video, dieses Meme, diese Käsefrau. Die Käsefrau also. Okay. Käsetiger. Käsetiger. Okay. Ja, wir laufen jetzt auf jeden Fall zurück nach Hause, lassen den Abend noch entspannt ausklingen. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr Dirt Masters irgendwie besser organisiert ist, also strukturiert. Viel mehr Security ist da. Also es wird irgendwie mehr für Ordnung gesorgt, was ich gut finde. Weil natürlich hier gerade, wenn hier viel Party gemacht wird und so, dann ist hier natürlich echt Action und einige lassen die Sau raus, manche vielleicht auch ein bisschen zu viel. Zumindest was man so in Stories mitbekommen hat und was man so gehört hat, was gestern auf dem Festivalgelände noch abging. Naja, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall mega krass, Whip-Off.
next level. Also was die Jungs da machen, ist auch so geisteskrank einfach. Vielleicht lerne ich auch mal so ein Baby Whip demnächst. Mal gucken. Vielleicht nehme ich mir mal irgendwie den Tarn oder so. Der kann das ja, hat das ja ganz gut gemacht, ne? Voll gut. Der Tarn hat echt, du hast da echt gerockt. Wusste ich gar nicht, dass du das Rad so querstellen kannst. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, deswegen beende ich jetzt das Video für heute. Und es wird wahrscheinlich morgen nur ein bisschen Fahrrad gefahren, also gar nicht mehr so viel passieren. Das heißt, wer weiß, ob es da noch ein Video gibt. Vielleicht mache ich noch so ein Highlight-Video, mal gucken. Oder ich, wenn das Wetter gut ist und man kann beim Downhill gut zugucken und Kamera-Equipment vor allem mitnehmen, dann wird es vom Downhill-Rennen natürlich auch ein kleines Video geben. Ansonsten hoffe ich, die Videoreihe hat euch bisher gefallen. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren und bis demnächst.